hat Bayern im Sinn BVB Offensivspieler Karim Adeyemi. Imago Sven Simon: Am Samstag wird der BVB-Angreifer Karim Adeyemi gegen seinen Ex-Club Bayern München sein. Er ist vor dem Gipfel aggressiv. 2 Minuten Lesezeit: BVB muss seinen Stärken vertrauen. Damit 21-Jährige, die Borussia mit 3 Punkten im Gepäck mit der ungefähr 600 Kilometer langen Heimreise nach Hause, müssen sie Adeyemi klar sind: Ich möchte wirklich bei sein TOP, wir können es tun. Aber natürlich wissen wir, woher wir kommen und dass wir im Dezember noch 9 Punkte hinter sich haben. Adeyemi, der sich derzeit von einem Muskelfaserriss erholt, hatte ebenfalls einen großen Teil des Fangs ab. Nach dem gemischten Start seit dem Engagement von RB Salzburg im Sommer erhöhte er seine Leistungen erheblich. Der U21-Europameister enthüllt, dass die Arbeit auch die Arbeit hatte einen Anteil daran: Mit einem mentalen Trainer habe ich versucht, stärker in meinem Kopf zu werden und mich auf jedes Spiel richtig vorzubereiten. Das hat mir geholfen, wie Sie es gesehen haben. Adeyemi arbeitet in sich ein Gespräch. BVB, Trainer Edin Terzic verursachte auch einen Leistungsschub, berichtet Adeyemi: Er möchte, dass meine Stärken, mein Tempo, das tun sollte, was in den ersten 6 Monaten nicht mit Borussia Dortmund gemacht habe, da es hätte tun können, weil meinem Kopf unbewusst woanders sein mag. Noch etwas war ich wahrscheinlich nicht bereit, aber ich habe es genommen. Und ich habe nie zweifelt, dass Dortmund die richtige Adresse für mich ist.